So, hallo, schönen guten Tag. Heute will ich einmal die Erklärung der zweiten Scientists for Future 2 Initiative Weltrat, kurz der Scientists for Future 2, vorlesen. Dazu google ich erst einmal nach Scientists for Future 2 Initiative Weltrat. Googeln. Und jetzt habe ich hier zum Googeln, oh, die Homepage erst an der dritten Stelle. Dann gehe ich da drauf und gehe jetzt hier hin und lese vor. Scientists for Future 2. Ne? Betreff Greta Thunberg, Fridays for Future. Stellungnahme von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu den Protesten von Greta Thunberg und Fridays for Future für mehr System Change, not Climate Change, und Antikapitalista. Die Anliegen der demonstrierenden jungen Menschen sind berechtigt. Zurzeit demonstrieren regelmäßig viele junge Menschen auch für System Change. Gemeinwohlausrichtung der Wirtschaft, Postwachstum, Degrowth, Antikapitalismus und den Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen. Als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erklären wir auf Grundlage gesicherter wissenschaftlicher Erkenntnisse, diese Anliegen sind berechtigt und gut begründet. Es liegen naturwissenschaftliche, sogar naturgesetzliche Beweisführungen vor, die mit höchstmöglicher wissenschaftlicher Aussagekraft beweisen, der Kapitalismus bzw. die soziale Marktwirtschaft ist ein alles zerstörendes System, das sofort beendet werden sollte. Dabei darf man aber keinesfalls an zerstörte Länder und gescheiterte pseudosozialistische bzw. pseudokommunistische Experimente wie Sowjetunion, DDR, Kuba, Nordkorea, Venezuela oder andere Diktaturen wie China denken. Die Strategie der sanften Zwischenschritte der Scientists for Future 2 verhindert zuverlässig derartige katastrophale Irrwege und sorgt schneller als jede Alternative für 900 Milliarden Euro für Klimaschutz, zum Beispiel für Kohlestopp 2026 und Bedeckung fast aller Dächer Deutschlands mit Sonnenkollektoren. Greta Thunberg, listen to the science, unite behind the science. Ja, so viel die Stellungnahme der Scientists for Future 2. Tschüssi.